Ach, endlich geht die Kamera wieder. Das ist jetzt schon das x-te Mal, dass mir alles ausfällt und irgendwie auch alles hier durcheinander gerät. Oh, ich brauche noch, Brennstoff, um das Blei weiter anzuheizen. Ich hatte gar seltsame Träume von schwarzen Schädeln und von Mumien und irgendwie haben die mir Weisheiten zugeflüstert und ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, wie ich... Ah, meine ganzen 9mm sind weg, weil... Ja, lange Geschichte. Aber, haben mir Tipps gegeben, wie ich... Oder Gedanken gegeben, wie ich Sachen vielleicht wieder anders hinbekomme. Hä? Okay, dann bleiben nur die über. Na, auch gut. Ich muss ja nur eine Form daraus machen. Sehr gut. Dann kann ich mir endlich neue Patronen selber machen hier. Und ich kann auch hier oben viel besser suchen. Gunpowder kriege ich so hin. Aus dem weißen Zeug und aus Kohle. Und aus dem weißen Zeug und schimmligen Brot kriege ich anscheinend... Habe ich anscheinend die Möglichkeit, Antibiotika zu machen. Also werde ich in Zukunft kein altes Brot mehr verschwenden. Das könnt ihr mal wissen. Während hier ordentlich Blei dahin schmilzt... Schau ich doch mal in meinem Garten, was so los ist. Glücklicherweise habe ich es hingekriegt, die Mauer soweit fertigzustellen, auch wenn ich sie mit Holz verkleidet habe und überall Spikes drauf gemacht habe. Aber dafür wächst hier so nach und nach ein bisschen Zeug. Aber ich glaube, der Boden ist einfach zu trocken. Ich muss Wasser besorgen und für Wasser brauche ich einen Eimer. Also gehe ich mir einen Eimer machen. Ja. Brauche ich Eisen. Und dann so. Oder so. Zu sehr. Einmal heißt Bucket. Zu sehr eine andere Variante. Ach, mit geschmiedetem Eisen. Okay. Habe ich noch geschmiedetes Eisen hier drin? Nur zwei Stück. Gut, schmiede ich ein paar nach. Kann ich eh noch ein bisschen gebrauchen. Das sollte reichen. Sehr schön, ein Eimer. Nachdem ich so viel von meinen Ausrüstungsgegenstände und Waffen wieder verloren habe und dann anderes wieder. Ja, das hatte alles mit dem Datenverlust des Kameraabstoßes zu tun. In der echten Welt nannte man sowas früher Serverabsturz. Also gut, hol ich mal ein bisschen Wasser. Sieht ruhig aus. Huch. Ah, es fließt dann wieder zusammen, alles klar. Und so schüttet man die wieder aus. Und jetzt steht hier Wasser. Mal gucken, ob sich das wieder verteilt. Sieht ja lustig aus. Nur wohin jetzt damit? Wurde gesagt, ich könnte mir hier eine Art Brunnen damit bauen. Vielleicht sollte ich dafür wirklich hier runtergehen und das hier machen. Ja, warte, ich hole mir eine Spitzhacke. Und baue mir hier einen kleinen Brunnenschacht.
Zumindest die habe ich noch und zumindest die ist noch in Ordnung, auch wenn es die Axt fast zerrissen hat inzwischen. Dann gehe ich mal hier rein, probiere ich das mal hier. Ich das hier mal so ein bisschen gangbarer machen alles hier. Nee, so wollte ich das nicht. Einfach nur die. Da muss ich einfach nur die Wand ein bisschen wegschlagen. Ja, so kriegen wir es etwas fußbodiger. An der untoten Front scheint hier im Moment gerade ein bisschen Ruhe draußen zu sein. Ich gebe mir das wirklich die Gelegenheit, hier ein bisschen mehr aufzubauen, aber ich muss langsam wieder was essen und da sind wir beim Thema. Ich muss dringend Essen zusammenkriegen. Wahrscheinlich nochmal jagen oder so. Aber meine Armbrust ist auch weg. Stück hier noch auf. So. Gucken, wenn ich das jetzt hier reinschütte. Unendlich genug wahrscheinlich für sag schon. Für Gläser. Auch das ist Teil des Überlebens. Stupide Gartenarbeit. Na wunderbar, haben wir hier noch zumindest einen kleinen Brunnen. Jetzt muss ich das gleiche nur im Garten machen. Kriege ich jetzt irgendwie diesen Wasserhaufen weg hier? Nein, der bleibt bestehen. Gut. Es ist so viel zusammengebrochen in dieser Welt. Warum nicht auch die Physik? Schaufel, ich brauche eine Schaufel. Habe ich jetzt überhaupt noch eine Schaufel oder ist mir eine Schaufel weg? Ah, es ist so viel verschwunden in den letzten Tagen irgendwie. Schaufeln habe ich zum Glück noch. Auch Schaufeln habe ich reichlich. Wie sieht's hier aus? Kann ich als nächstes Blei gießen, aber es wäre schade drum, hier ist noch so ein Viertel. Auch das flog mir ja zu im Traum, auch, dass hier so ein Viertel drin ist. Und wenn ich das jetzt wegnehme, ist es verschwendet. Aber andererseits, ja, mal gucken. Gucken, was ich mir auch zuerst baue. Ob Schrotflinten, Kugeln oder... Das schon reicht hier, um den Boden zu befeuchten. Dann mache ich zur Sicherheit hier auch noch. Auch noch ein zweites Stück hin. Und zurück zu meinem Wasserhaufen.
der sich auch wirklich nicht aufsammeln. Das ist kurios. Na egal. Oh, mein Magen ist mächtig am Knurren. Ich werde mal gucken, was ich überhaupt noch da habe. Hier hinten die Blaubeeren, die wollen auch noch nicht so richtig. Na, ich mache ja auch noch ein Wasserloch daneben. Just to be sure. Oh, hier sind Schäden. Irgendeiner von den Mistviechern versucht reinzukommen. Das muss ich noch reparieren. Tja, die alltäglichen Arbeiten, die man so hat, wenn man in der Hölle lebt und versucht zu überleben. So, dann wachse mal schön meinen Garten. Ich brauche dringend neue Saat, damit ich hier so ein bisschen was aufbauen kann. Bisher ist das nämlich nicht so ergiebig, was ich habe. Also schön, dann erstmal das Werkzeug wieder in Sicherheit packen. Und hier so ein Reparaturschlüssel nehme ich mal mit runter. Und ein paar Steine. Nehmen die jetzt doch raus, weil ich brauche. Ich brauche dringend Munition. Aber dann nehme ich mal die Hälfte raus, weil zum Rest will ich mir noch Bleikugeln machen für meine Schrotflinte. Rüsten wir bald wieder auf hier. Ich guck mal das Haus rundherum an, ob sonst noch irgendwo Schäden sind. Aber es scheint soweit erstmal okay zu sein. Die haben sich noch nicht rangetraut. Und hier ist ja soweit auch erstmal alles mit Spikes abgesichert. Oh, ich hab Hunger. Oh Gott. Mein Magen hängt mir in der Kniekehle. Ich hoffe, ich habe noch was Vernünftiges. Und dann werde ich mir als erstes, glaube ich, mal einen Grill machen. Damit ich nicht so viel Wasser verschwinde. So, wie sieht's hier aus? Sehr schön. 80 kleine Schrotkugeln. Was habe ich denn noch? Nehme ich die letzte Dose. Das wird nicht reichen. Oh, hat bei weitem nicht gereicht. So, und Durst habe ich. Wie sonst was. Raus. Sehr schön. Kann die Form hier erstmal wieder zurück. Ja, die andere auch. Dann habe ich noch ein bisschen Blei übrig. Das größte Problem wird jetzt nur sein. So. Ich glaube, für Shotgun Shells brauche ich Papier, oder? Guck, was da die Suchfunktion sagt. Shotgun Shell.
Papier, Schießpulver und... Ah, genau, dann kann doch eigentlich das ganze Papier, was ich hier habe... Das brauche ich dann viel eher hier in dieser... in diesem Safe. Dann mach mal Papier draus, so. Ich habe zwar keinen Bauchweh, aber ich habe Durst. Ich muss jetzt mal einen Tee trinken. Und zusehen, dass ich neues Wasser kriege. Oh, es ist schon wieder spät. Ganz kurz gucken, hatte ich hier nicht noch Wasser? Ach ja, hier habe ich ja noch Wasser, Gott sei Dank. Und auch noch Kohle und auch noch Eier. Und ist auch noch Wasser, sehr schön. Dann werde ich mir jetzt einen Grill bauen, damit ich morgen auf Jagd gehen kann. Ich glaube, dafür, Metallrohre brauche ich dafür, glaube ich. Nicht zu streifen. Metallrohre. Ist das Grill oder ist das Cooking Grill? Ja. Sechs, sieben, acht, neun. Reicht also. Ach, hier ist ja mein Crossbow. Ja, dann warte mal. Dann rüsten wir doch gleich mal eine Runde auf. Ich packe immer alles zurück, weil, wie gesagt, wenn hier was schief geht und ich dann einen Datenverlust habe, das wäre nicht so gut. Es führt manchmal auch zu so kuriosen Sachen, wie dass ich jetzt drei Hacken habe und mehrere Schaufeln. Aber dafür andere Sachen wieder nicht. Das Grillgitter geht durch meine Finger, seht ihr das? So, dann tauschen wir doch mal aus. Ich glaube, Schweinefleisch und Eier kann man drauf machen, ne? Bacon und Eggs oder sowas dann. Und das habe ich jetzt... Nein. Ich wollte gerade gucken, wie das mit dem Brunnen ist. Munition. Wir bauen Munition. Genau, und erstmal wollte ich dafür Kohle und Nitratpulver haben, um Schwarzpulver herzustellen. Aber ich brauche natürlich auch Brennstoffkohle. Das geht auch schon mal gut voran. So, wir haben ordentlich Hülsen. Und davon... Ich brauche vor allem für die 9mm, weil eine größere Pistole habe ich jetzt eh noch nicht. Die Munition. Sehr schön. Chrysanthemen hier drin? Egal. Neun mm Patronen, die gehen so. Okay, wie viele will ich davon machen? Ich mach's vom Schießpulver abhängig, denn dafür brauche ich noch was für Schrotmunition. Hundert Schuss. Das sind eine Hausnummer. Draußen sieht noch alles ruhig aus, aber ich schau mal auf die Karte. Vielleicht sollte ich den See einmal komplett abgehen und dort auf dem Gebiet dann jagen. Es ist ja doch anscheinend eine sehr, sehr seeige Gegend hier. Ja, das werde ich machen. Zur Jagd werde ich morgen den See abgehen. Aber bis dahin muss ich mich noch ein bisschen auch mit Essen noch ausrüsten, sonst muss ich wieder nur Honig. Kann ich wieder nur Honig mitnehmen. So, wie sieht es in meinem Inventar aus?
geht fröhlich voran. Dann sichere ich doch schon mal einen Teil. Oh, warte, ich habe hier noch... Achso, das sind Eisenfragmente. Ja, und auch Eisenschrott. Das kann ich später nochmal machen. Das ist nur gut, das zu haben. Wie sieht's aus? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. So, die Shotgun-Shells bitte. Warte, da habe ich 80 von, dann mache ich doch 80 von. Hier. Wie war es? So, so und so, ne? Kann ich mir ein Jagdgewehr bauen? Das stock ich aber das. Ich brauche noch so einen Receiver. Das wäre doch eigentlich auch noch was. Wie baue ich den? Das steht natürlich hier nicht dabei. Das habe ich ja mal durch Zufall rausgefunden, wie ich den mache, aber... Oder nee, das ist ein Rezept, genau. Na gut. Mein Inventar kann noch so ein wenig weitermachen und draußen wird es auch schon dunkel. Schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Oder zumindest die nächste Nacht.